Tschüss, oder? Tschüss? Tschüss. Wir werden Grünflächen sehen. So, das sieht schön aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das sieht schöner aus. So, und jetzt bauen wir diese beiden Reisen wir auch noch ab. Tschüss. Okay, und jetzt bauen wir hier dafür hin. Zack. Zack. Und zack. Reicht. Dicht machen. Und noch ein bisschen grün. Und dann langt das erstmal. Dann gucken wir, was passiert. Wir müssen erstmal jetzt diese ganzen Abrisse verkraften. Aber ich find's merkwürdig, wenn ihr da oben auf die Einwohnerzahl guckt, die ist überhaupt nicht gesunken. Okay, jetzt passiert's gerade. Oh, jetzt sinkt's rapide. Der musste erstmal registrieren, dass ich da drei Blöcke abgerissen habe. Ja, logisch. Aber ich habe ja auch wieder drei hingesetzt. Also von daher ist ja eigentlich nichts passiert. Aber tut mir leid, das hat mich so wahnsinnig gestört. Und es kommen keine weißen Häuser. Komm, da muss ich gleich dran rumreißen. Das geht so nicht. Bitte nicht so eine Ghettos hier bauen. Das soll doch mein Reichenviertel werden. Nein, hör auf. Was tust du? Weg damit. Bau da bitte ein weißes Haus hin. Mann. Hier sind sie böse mit mir, wa? Willst du mir das wirklich antun hier mit diesen braunen, schütterigen Häusern? Ich sehe gerade, dass das hier weg kann. Da war eine Stromleitung. Die brauchten wir gar nicht. Zack. Da kommt ein weißes Häuschen auf der anderen Seite. Dann muss es doch möglich sein, hier auch eins hinzubauen. Komm. Guck mal, daneben an ist auch ein weißes. Genau da. Dann kannst du doch da auch ein weißes hinbauen. Komm. Sei lieb. Sei lieb zu Alex. Nein, böse. Komm, ich weiß, dass du das kannst. Du willst es doch auch. Nein, böse. Nein, das will ich nicht. Ich weiß, dass man ihn austricksen kann und dass er das dann auch manchmal macht. Das hat vorhin übrigens da hinten auch geklappt auf der anderen Seite. Da habe ich aber gerade gelabert. Gut, das tue ich die ganze Zeit, ich weiß. Ach man, Leute, komm. Ich reiß dich gleich wieder ab. Ja, komm, dann bau dich dahin. Zumindest sind wir gleich über 40.000, wenn das so weitergeht. Und das heißt... Ja, eigentlich heißt das gar nichts, ne? Nö. Bei 50.000 passiert erst was. Naja. Im Moment ist aber gerade alles nachgefragt. Ach, richtig, ich habe hier auch ein Gewerbegebiet abgerissen. Ja, nee, das mache ich aber gleich erst. Wenn ich jetzt noch eins bauen, habe ich nur 91 Euro. Das Dollar ist schlecht. Das ist, nee. Hier werde ich gleich eins hinsetzen, da. Gewerbegebiet, denke ich. Oder halt, nee, hier. Hier zwischen. Dann haben die gleich vor der Haustür ein Einkaufszentrum. Perfekt. Wer will das nicht? Na gut, ich muss das nicht haben. Allein vom Verkehr her. Naja. Aber die Musik ist immer noch entspannend. Finde ich. Dave hat letztens schon gesagt, er findet die jetzt schon nervig. Ja, Dave, dann warte mal ab, bis wir in der Großstadt, bis wir in der Hauptstadt sind. 1000 dazu. Cool, es läuft. Und wenn wir dann später die Metropole haben, das ist richtige Terrormucke. Boah. Genießt das, dass wir noch so klein sind hier. Echt, genießt das, Leute. Das ist noch so harmonisch alles. Achso, ich wollte Gewerbegebiet bauen. Richtig. Ich mach das mal hier. Wieder eine Schnapszahl erreicht. Komm her, ich will jetzt die 40.000 knacken. Hier, da, komm, dahin. Zack. So, mal gucken.
Und in der Zeit werde ich mich nochmal einer Frage widmen. Was haben wir hier? Genau, die haben wir hier noch. Welcher Film hat mich am meisten enttäuscht? Da möchte ich zwei Filme nennen, die mich sehr enttäuscht haben. Der eine ist gar nicht so lange her, der war letztes Jahr erst. Und der andere, da habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ich hatte ja gesagt, dass ich Blair Witch 1 für einen der gelungensten Filme überhaupt halte. Und genau, also so, genauso umgekehrt verhält es sich mit Teil 2 zu The Blair Witch Project. Weil das ist ein Film, der hat mich echt wahnsinnig enttäuscht. Als ich dann gehört habe, oh geil, es gibt einen zweiten Teil oder es kommt ein zweiter Teil zu Blair Witch Project raus. Da war ich erst total fasziniert und gedacht, oh, das kann nur geil werden. Dann habe ich mir den angeguckt und musste feststellen, dass es einfach nur Mist war. Also ich habe den, gut, ich muss gestehen, ich habe den natürlich bei mir im Regal, denn ich habe die Angewohnheit, wenn ich einen Film habe, dann muss ich mir unbedingt auch die Fortsetzung dazu kaufen, das ist so. Ja, deswegen steht er jetzt da neben dem anderen Film, aber die beiden Filme trennen echt Welten. Der erste ist einfach Kult und ein Geniestreich und der zweite ist einfach so ein billiger Abklatsch. Ja, vor allem, das ist dann auch so ein normaler Film, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie nennt man das jetzt, diese... Ja, ist halt diese Ego-Kamera-Perspektive, der erste Teil, ja, ne? Und das hat mir irgendwie auch gefallen. Das fand ich echt neu. War was Neues zu der Zeit. Mittlerweile gibt es ja auch andere Filme. Obwohl das nicht unbedingt heißt, dass sie dann schlecht sind. Ja. Ne, so ist das. Zum Beispiel hier, wie war das hier? Wie ist denn der Film? Ich überlege gerade. Irgendwas mit Kannibalen. Ich habe den bei mir im Regal stehen, ich kann da jetzt aber nicht hingucken von hier aus. Irgendwas mit Kannibalen, schön. Der war jedenfalls auch so gemacht. Und was ich mir letztes gekauft habe, der letzte Exorzismus. Er ist auch cool. Richtig guter Film. Aber wie gesagt, also Blair Witch 2 fand ich einfach ein Flop. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht zugesagt. Und, ja, das ist so. Das ist leider so. Und der andere Film, ich sagte ja vorhin zwei, also letztes Jahr hatte ich mich ins Kino gesetzt und mich wahnsinnig auf den vierten Teil, nee, gar nicht wahr, den fünften mittlerweile, ne? Auf den fünften Teil von Werner gefreut. Werner eiskalt. Und ich gehe ins Kino und muss feststellen, ungefähr 10 Minuten vom Film habe ich mich amüsiert. Das war eine Szene, in der Meister Röhrig und Eckhart und Werner mal wieder zusammen waren. Das sind sowieso die besten Stellen in dem Film, finde ich. Wenn Meister Röhrig mit im Spiel ist. Das war richtig genial. Und der ganze Rest, weiß nicht, ich habe nicht einmal richtig gelacht. Vor allem, das habe ich im Teil 1 schon schade gefunden, dass diese, wie soll ich das jetzt nennen? Diese echten Filmszenen dazwischen geschnitten sind mit Brösen und Konsorten. Fand ich im ersten Teil schon ein bisschen blöd, weil so genial ich Brösel auch finde, er kann nicht schauspielern. Tut mir leid, Brösel kannst du nicht. Und ich fand's auch in Werner eiskalt so überflüssig, dass er da mitgespielt hat und überhaupt, dass da wieder so menschliche Züge mit eingebaut wurden, fand ich dumm. Fand ich einfach dumm. Und weiß nicht, der fünfte war schon echt eine Enttäuschung. Nichtsdestotrotz werde ich ihn mir natürlich dann irgendwann kaufen. Das ist dann so, ne? Aber, ja. Wie gesagt, es ist kein schöner Film. Aber naja. Man kann nicht alles haben, sag ich mal. So. Das dazu. Jetzt sind wir mit den Fragen schon mal durch. Dann könnte ich noch mal eine kleine Erzählung so nebenbei starten. Letztens wurde mir ein Angebot gemacht von einem gewissen einen Abonnenten von mir, der nennt sich Greifen Gaming. Und er hatte mir ein Angebot gemacht, das ich abgeschlagen habe. Er wollte mich in ein, ja, zu einem größeren Let's Player Projekt ins Boot holen, sag ich mal. Die haben einen Kanal, wie ich gerade schon sagte, Greifen Gaming. Und die wollen halt mit mehreren Let's Playern zusammen
Let's Play-Projekte starten. Und er wollte mich halt mit in sein Team holen und hat gefragt, ob ich da halt gern mitmachen würde, weil er halt meine Arbeit schätzt und das gut findet, was ich mache. Ich habe dankend abgelehnt, weil, ja, zum einen, ich habe nicht so viel Zeit, auch wenn das vielleicht manchmal rüberkommt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier Tag und Nacht Let's Playen kann ohne Ende. Wenn, dann komme ich dann meistens zum Wochenende zu. Da finde ich dann mal ein paar Stunden Zeit. Dann mache ich das halt am Stück und dann, ja, dann ist natürlich auch das Bearbeiten der Videos großer Arbeitsaufwand, sag ich mal. Und das nimmt schon eine Menge Zeit weg, auch wenn man das vielleicht gar nicht so glaubt. Und deswegen möchte ich mich jetzt schon ganz gerne auf meinen eigenen Kanal konzentrieren und ich könnte jetzt nicht noch was Zweites nebenbei machen. Deswegen, ich möchte ganz gerne meinen Abonnenten treu bleiben, die ich jetzt schon selbst erwirtschaftet habe. Und deswegen mache ich für euch natürlich weiter. Es macht mir ja auch Spaß, ne? Aber ein größeres Projekt jetzt so mit anderen starten, das ist auch vielleicht für andere, die vielleicht nochmal auf die Idee kommen, mich zu fragen für gemeinsame Projekte. Wahrscheinlich kümmere ich mich erstmal um meinen eigenen Kanal und so und nicht böse sein drum, ne? Also es kommt natürlich noch Neues von mir und so und ich werde auch hin und wieder mal Gastkommentatoren haben. Das wird demnächst in meinem nächsten Let's Play Projekt, was ich starten werde, wird es dazu kommen, dass ich einen Gastkommentator für eine Session bei mir habe. Ja, da kommen wir dann noch zu und der freut sich auch schon wahnsinnig darauf, weil in dem Spiel, wo er dann Gast kommentieren darf, ist eines, ich will es nicht sagen, seiner Lieblingsspiele, aber das Spiel, da freut er sich wahnsinnig drauf, dass ich das Let's Playen werde. Derjenige weiß auch jetzt schon, dass er gemeint ist und er freut sich jetzt wahrscheinlich auch gerade wieder ein Lochenkeks. Ein Lochenkeks? Cool. Eine neue Sprichwortart. Er freut sich ein Loch in den Keks. Ja. Auf jeden Fall, das wird noch kommen. Und mich werdet ihr auch demnächst noch bei jemandem als Gastkommentator hören. Davon erzähle ich dann demnächst nochmal. Und vielleicht schreibe ich es dann auch in die Beschreibung zu dieser zweiten Session rein, wer das dann sein wird und wo ihr mich dann finden könnt. Falls euch das interessiert, dann schreibe ich das nochmal da rein. Oder ich werde die Videos wahrscheinlich auch in meine Favoriten speichern, dann könnt ihr die vielleicht auch direkt finden. So machen wir das. Ja? Also das wollte ich mal eben dazu sagen. Ich habe aber diesem Kanal Greifen Gaming versprochen, dass ich ein bisschen Werbung für die mache. Ne? Also den Namen habe ich jetzt hier oft genug genannt und wir sind jetzt noch so ein bisschen in der Testphase und probieren jetzt halt noch so ein bisschen rum. Und soll aber bald losgehen und ich habe mir hier so mal ein paar Namen aufgeschrieben von den Projekten, die in Angriff nehmen. Das sind zum einen Saints, ich muss mal kurz gucken. Saints Row the Third, Hello Kitty Roller Rescue und wahrscheinlich vielleicht auch Shenmue 2. Also wem das was sagt oder wer da Lust drauf hat, der kann gerne mal beim Kanal Greifen Gaming reingucken. Und der erste Eindruck war für mich ganz in Ordnung. Also ich habe mal raufgeguckt auf die Seite und fand ich schon gut gemacht. Also auch die Bildqualität ist klasse und so. Und doch, das könnte auf jeden Fall was werden. Und ich habe denen auch viel Erfolg gewünscht. Vielleicht hören sie mir jetzt ja auch gerade selber zu. Werde wahrscheinlich. Er ist ja ein Abonnent von mir. Also vielleicht guckt er das hier und hört das. Also ich wünsche euch alles Gute. Toi, toi, toi. Und ja, alles Gute für die Zukunft halt. Aber auf mich müsst ihr dann doch verzichten, weil ich mich halt auf meine eigene Arbeit konzentrieren möchte. Und ich hoffe, ihr versteht das. So. Jetzt habe ich das alles abgehandelt, was ich hier auf dem Zettel habe. Und deswegen widme ich mich kommt jetzt gleich so. Die angesagte Gesangseinlage, die ich ja auch beim letzten Mal hatte. Da hatte ich ja ein Lied von den Doofen präsentiert. Das hieß Dackel. Und diesmal ist es halt ein Lied von den Ärzten mit dem Titel Lasse reden. Aber da muss ich mich gleich erst noch ein bisschen sammeln. Und wir gucken nochmal hier aufs Budget. Und wir haben richtig Kohle, Leute. Wir haben richtig Kohle. Das gefällt doch. Okay. Dann geht das jetzt locker flockig weiter, würde ich sagen.